Ich möchte mich heute dem Frieden widmen. Das hat den Grund, dass ich das Gefühl habe, dass wir eine Zeit lang, ganz lange durch das Feld gegangen sind mit der Aufgabe, unsere Balance, unsere Mitte zu finden. Und da immer wieder üben durften, unsere Mitte zu finden. Und ja, so ziemlich mit Neumond, so kurz davor habe ich das Gefühl gehabt, hat sich die Energie gewendet. Und es geht intensiv darum, dich jeden Tag aufs Neue zu entscheiden und das Licht zu wählen. Und zu entscheiden, ob du jetzt den alten Pfad wieder einschlägst, wieder in das alte Drama gehst und deine Lebenserfahrung, die sich dir immer wieder zeigt, wiederholst, indem du dasselbe tust, oder ob du einfach in der Liebe bist, im Frieden bist und das Licht wählst. Und ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, ob das, was du sprichst, sagst, denkst und tust, was dich quasi gerade so beschäftigt, was du rauslässt in die Welt, dem Frieden dient. Oder ob du gerade den Unfrieden teilst mit dem, was du da gerade tust. Und die Energien sind so, dass sie uns wirklich einladen, gerade den Unfrieden zu teilen. Und das ist wirklich viel Kraft und eine ganz klare Ausrichtung und Bewusstheit auch braucht, zu sagen, nein, ich wähle jetzt anders. Ich gehe nicht ins Drama, ich gehe nicht ins Mitschimpfen, ich gehe nicht ins Mitlästern, ich lasse mich da nicht runterziehen. Ich wähle den Frieden mit dem, was ich sage. Ich gehe in die Beobachterrolle, ich schaue mir das Ganze an, merke vielleicht, dass es gerade was mit mir macht, merke, dass es mich aufbringt, aufwühlt und wähle aber anders. Und das ist ein steter Prozess, das ist sicherlich auch herausfordernd und gelingt uns nur, wenn wir einen Schritt zurückgehen, tief durchatmen und uns beobachten. Und dann werden wir feststellen, wenn wir anders wählen, dann erzeugen wir eine völlig neue Realität. Und das Tempo ist doch sehr schnell geworden und wird auch immer schneller. Und wir haben jetzt lauter Planeten, die nach vorne laufen, die vorwärts laufen. Wir werden jetzt einen intensiven Vollmond bekommen. Das heißt, du bekommst eben dieses Ursache-Wirkungsprinzip viel, viel schneller auch gespiegelt. Das heißt, wenn du dich heute entschieden hast und du wählst im Prinzip denselben Pfad, den du immer wählst, du machst dadurch natürlich dieselben Erfahrungen, die du sonst auch gemacht hast und landest in einem Drama, dann merkst du das einfach viel schneller und du drehst dich nach unten. Das ist eine Abwärtsspirale. Und darum möchte ich heute mit dir gemeinsam nochmal ganz bewusst ins Feld des Friedens eintauchen, dass wir Frieden schaffen und fühlen können in uns drinnen, mit uns in den Frieden gehen und dann aus dieser Energie heraus auch einfach allen Situationen im Außen, im Alltag einer anderen Haltung begegnen können. Ja. Wenn wir heute machen, wir schauen, was kommt, wir schauen, was sich zeigt und wie sich zeigen wird. Mach du es dir doch bitte gemütlich. Schau, dass du in einen aufrechten Sitz kommst, deine Füße gut geerdet sind. Fühle, ob es noch irgendeine Bewegung für dich braucht. Atme nochmal tief ein und aus. Vielleicht möchtest du auch nochmal einen Schluck trinken, dir eine Decke holen. Einfach mal spüren, wie du heute mit mir ins Feld gehen willst, was du gerade noch brauchst. Und falls die Musik zu laut sein sollte, gibst du mir bitte einfach ein Zeichen, ja? Atme über den geöffneten Mund aus. Und lass mal alles aus dir herausfließen, was dich bis soeben noch beschäftigt hat. All die Themen, die Worte, die Gedanken,
Geh zu Duschen, mach dich leer. Erlaube dir, deinem Atem in Kontakt zu treten. Dich jetzt ganz bewusst wahrzunehmen. Was machen die Worte mit dir, die gerade gesprochen wurden? Was würdest du feststellen, wenn du dich für einen Moment mal rausnimmst und die Gedanken, die kommen und gehen, sind über 80.000 ungefähr im Schnitt pro Tag, beobachtest? Viele positive, friedvolle Gedanken wären dabei. Und wie viele Gedanken wären dabei, die dich selber klein machen, dich bewerten, dein Gegenüber bewerten, die bemitleiden? Verurteilen. Und alles darf sein. Keiner von uns ist frei von diesen Gedanken. Es kann wahrlich schmerzhaft sein, da mal hinzugucken und festzustellen, dass man ganz schön mitspielt in diesem Spiel. Aber Veränderung beginnt immer mit Bewusstwerdung. Und Bewusstsein ist die Energie, aus der alles entstand, immer noch entsteht. Aus deinem Bewusstsein heraus, du die Schöpferkraft deiner Gedanken wandeln. Atme aus. Fühl dich auf der Unterlage, auf der du sitzt. Und erlaube dir zunächst ganz leicht zu werden. Dein Becken entspannt. Dein Bauch wird weich. Die Spannung in den Schultern lässt los. Den Kontakt deiner Füße zur Erde. Warm oder kalt in deinen Sohlen. Fühlt sich der Kontakt gleichmäßig an. Beobachten. So das Gefühl in dir schon ausgeglichen. Da darfst du zunächst um Ausgleich bitten, sodass du dich einpendelst. Gewicht an. Werde schwer, lasse los. Atme. Werde eins mit Mutter Erde.
Energie niemals wertet, die immer liebt. Dich empfängt in ihren Armen, die immer da ist. Wie ist es, die für Geborgenheit sorgt? Und dir ihre Dunkelheit heraus tief in Frieden schenken. Verbinde dich mit dieser Mutterkraft, mit diesen starken Wurzeln. Im Halt. Atme über die Wurzeln. Verwebe dich. Werde eins. Richte dich der Länge nach, Richtung Kosmos, Richtung Vater Himmel aus. Richte dich nach dem Licht aus. Wähle ganz bewusst das Licht. Öffne deine Krone zum Himmel. Fühle das Licht durch dich hindurch und in dich hineinströmt. Dir eine Stille schenkt. Lass den Druck mal los. Jetzt hier in diesem Raum musst du nichts können. Und du musst auch nichts entscheiden. Du darfst ausruhen. Atmen. Expandieren. Beobachte deinen Atem. Fließt da aus den Sohlen Richtung Krone. Oder aus dem Himmel Richtung Erde. Es ist ein Kreislauf. Es ist ein Wirbel. Fühlt sich diese Energie, die durch dich hindurchströmt, an? Öffne dein System dafür. Werde weich im Herzen. Dehne dich aus. Beatme dein Herz. Fühle, wie es für dich pocht. Lass die Schwere abfließen. Lass die Verantwortung los.
Tauch ein ins Sein. In den Zustand von Nichtsein. Fühle dich jetzt und hier in diesem Moment. Fühle, wie dein Herz sich einatmend ausdehnt. Lass es wachsen. Deine volle Größe an. Fülle jeden Millimeter in dir aus. Diesem heilvollen Atem, der kommt und geht und einfach fließt. Öffne dein Herz. Öffne es auch nach hinten zu den Schulterblättern. Lass mal alles abfließen, was du gesammelt hast. Mach dich auch hier frei. Mach dich leicht. Schaffe Frieden in dir. Stütze über deinen Atem. Vertraue, dieser Kreis so viel mehr ist als unser Verstand manchmal greifen kann. Wir angebunden sind an die Quelle. Mit unserer Seele in Gemeinschaft. Und wenn wir nun hier in diesen Kreis den Frieden holen, indem wir zufrieden werden, so wirken wir auch nach außen in die Welt. Fühle diese Ruhe. Lass noch mehr aus dem Herzen abfließen. Wo sticht es? Wo ist es eng? Wo braucht es Bewegung? Wo in deinen Zellen sitzt der Unfrieden? Was will gefühlt werden, um dann dein System zu verlassen? Öffne all deine Zellen. Bitte doch. All der Unfrieden. All das niedrig Schwingende, dich immer wieder den alten Pfad gehen lässt, deine Erfahrung wiederholen lässt,
gleich wählen lässt. Dich nun auflösen möge, dein System verlassen möge. Denn du hast es verdient, in Frieden zu sein. Du hast es verdient, in Würde behandelt zu werden. Du hast es verdient, dass deine Grenzen eingehalten werden. Dass du geliebt wirst. Fühle deinen Platz auf dieser Erde. Fühle, dass du da sein darfst. Fühle diese Daseinsverbindung. Für den geborgenen Mantel von Mutter Erde. Die Spannung abfließt. Stütze über deinen Atem. Das geschieht. Du bist so willkommen. Alles darf jetzt gehen. Über dein nach hinten geöffnetes Herz abfließen. Du darfst neu wählen. Du darfst neu fliegen. Du bist hier auf diesem Planeten. Um neue Erfahrungen zu machen. Spann auch die Bauchdecke, der Kiefer. Gib dich diesem Sein.
vollständig. Es ist deine Reaktion auf Situationen, die dich eine neue Realität verehren lässt. Wie reagierst du, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es gerne möchtest? Wähle die Worte des Lebens. Geh ins Vertrauen. Und dann beobachte, was geschieht. Ganz in dem Bewusstsein. Es entsteht das Feld. Finde diesen Platz in dir. Diesen geborgenen Ort, in dem du gehalten und geborgen bist. Gib dich noch mehr. Fällt auf. Dieses Friedenslicht in dir. Erinnere dich. Den Tag hast du neu. Neue Pfade.
Und dann ganz langsam vertiefe den Atem. Wieder ein Strahl für die Füße und der Erde. Für das Licht in dir, lass den Atem auf- und absteigen. Komm zurück in diesen Moment. In deinen Körper. In dem Bewusstsein. Dass du mit deinem Bewusstwerden Frieden schaffen kannst. Neu wählen kannst. Immer wieder erlauben darfst, dich zu beobachten. Dich zu fragen. Deine Worte und dein Handeln dem Frieden dienen. Lass uns Danke sagen. Ich danke mir dem Kreis, dass er zusammengekommen ist. Um die Energie zu halten, zu teilen. Wir danken dieser großen Mutterkraft, die uns nährt, Geborgenheit schenkt und trägt, die uns immer willkommen heißt und uns sagt, dass wir richtig sind, dass es nichts zu erreichen gilt, weil wir schon alles sind. Wir danken, Vater Himmel, dieses reinigende Licht, das uns so viel Ruhe, so viel Frieden schenkt. Mögen wir weise wählen. Mögen wir dem Frieden dienen. Und so soll es sein. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, für diese 6 wundervollen Wochen mit euch. Ich ging jetzt in die Pause, das war heute der letzte Termin. Und dann geht es nach den Osterferien wieder weiter. Ja, vielleicht meditieren wir mal wieder zu Neumond oder zu Vollmond, das wird sich zeigen. Aber ansonsten gibt es den nächsten Zurück ins Herzblock.